Die Halo-Fans unter euch waren fleißig genug, um die schönen Points zu sammeln. Seit Halo 3 Odyssey können wir wieder mal Skins sammeln und gutes Aussehen für unseren Charakter, so wie wir es spielen wollen. Und das, liebe Freunde der guten Unterhaltung, habe ich jetzt natürlich auch gemacht. Ich habe ein paar Points gesammelt. Unter anderem mit dem guten Sub4Coffee. Grüße an der Stelle. Der hat die letzten Tage, Wochen, Monate, nein, okay, so jetzt natürlich auch nicht, aber er hat die letzten Tage einfach mit mir ein bisschen Halo 3 ODST in der Master Chief Collection gezockt und das war echt geile Runden. Die Runden, weil die waren echt nice. Es gab echt tolle Runden, wo die Wellen einfach nur bitterböse auch für uns ausgegangen sind. Es gab aber auch Wellen, wo wir auch echt in einem guten Squad unterwegs waren. Wenn ich jetzt gerade von Wellen rede, meine ich natürlich Feuergefecht-Modus in Halo 3 ODST. Der ist, warum auch immer, für mich sogar genialer als der Modus von Reach. Okay, Reach ist jetzt nicht schlecht, was Feuergefecht angeht. Wir haben unsere Jetpacks, die wir nutzen können, unsere Bubbles oder sonstiges. Ja, die Waffen sind auch nice. Von der Grafik muss man natürlich nicht sprechen. Die ist im Vergleich zu Halo 3 ODST echt gut schön anzusehen. Im Hinblick dann mit Halo 3 ODST macht das irgendwie aktuell mehr Spaß. Es ist zwar manchmal fordernd oder auch manchmal oder echt manchmal nervig, wenn es nicht so klappt, wie man es sich vorstellt. Aber Feuergefecht in Halo 3 ODST ist irgendwie trotzdem gut gelungen, weil man doch ein bisschen mehr in Panik gerät als irgendwie bei Reach. Ich kann es nicht jetzt anders erklären. Aber sehen wir uns mal die ganzen Matches an, die ich gemacht habe. Die Wellen gingen halt ganz gut durch und wir kamen auch in vielen Runden echt gut klar. Auch wenn die Gegner teilweise mit brachialen Kriegshäuptlingen und etc. pp. Angekommen sind, haben wir es dennoch trotzdem gut gerockt. Die Punktesammlung ging auch ganz recht schnell und vor allem dann, wenn man es hier in den Skins dann am Ende einsetzen kann, bist du ja gut belohnt. Ja, gut, das geht auch natürlich auch für Reach und sowas. Als Vierer-Squad, als ODST, kommt man sich doch ein bisschen beklemmt davor. Irgendwie nicht mehr so overpowered, wie wenn man als Spartan durch die Gegend rennt. Ich weiß nicht, wieso. Theoretisch bist du natürlich genauso gefährlich dran, wie als Spartan oder ODST-Menschen, also halt ODST-Mensch, allgemein als Mensch. Ja, du bist anfälliger. Ja, du kriegst ziemlich einen auf die Öppe. Im Vergleich tun sich vielleicht beides nichts. Aber irgendwie trotzdem. ODST ist irgendwie runder, geschmeidiger. Die Spielersuche läuft auch ziemlich genial. Und ich hatte keine Minute oder keinen einzigen Moment, wo mich irgendwelche Teammates echt abfucken, weil die irgendwie scheiße sind. Als Teammate haben bis jetzt alle immer komplett durchgezogen. Ich hatte, was das angeht, vielleicht Glück. Cool wäre irgendwie noch, wenn 343 vielleicht sich entscheidet, Feuergefecht-Modus in Halo 3 ODST oder allgemein in Reach vielleicht nochmal so ein bisschen Content zu füllen und vielleicht noch was dazu noch zu geben. Maps wäre natürlich irgendwie genial, wenn da noch was kommen würde. Aber gut, davon kann ich jetzt eigentlich nur träumen, weil eigentlich hat das Bungie alles gemacht, was in der Collection drin ist. Bis auf Halo 4, das war von 343 selber und Anniversary. Aber irgendwie, ach, ist ja egal. Im Endeffekt kann man nicht davon ausgehen, dass da irgendwie Content zu Feuergefecht gibt. Außer nur was PvP angeht. PvE kriegen wir nur, wenn schon die Aufträge, die man so bekommen kann. Apropos Aufträge, weil belohnt werden wir ja immer mit halt Saisonpunkte. Und die Saisonpunkte habe ich bis jetzt echt fleißig gesammelt und gehamstert. Weil ich in einem Video es unbedingt zeigen wollte, wie ich die Dinger einsetze und was für Skins ich kriege. Ich feiere das immer noch von 343, wie die das einfach in Szene setzen. Guckt euch mal das Menü hier bitte an. Die ganzen Zwischensequenzen oder die ganzen Sequenzen, die eingeblendet werden, werden irgendwie von Reach, von Saison zu Saison immer anders. Also immer, wenn wir ein neues Halo in der Master Chief Collection bekommen, seitens PC-Version, bekommen wir echt geiles Material. Ich bitte immer noch drum, 343, bitte, bitte lasst uns das am Ende, wenn Halo 4 da ist, das selber einstellen, dass wir ja uns eine Sequenz selber machen. Allein diese Winter-Session, was mal war, fand ich so geil mit dem Warthog, mit dem verschneiten Warthog. Das war auch cool. Bitte gerne mal einstellen. Irgendwie glaube ich nicht dran. Als ODST zum ersten Mal angekündigt worden ist, beziehungsweise dann zum Vorbestellen freigegeben worden ist, gab es dazu, dass man Johnson zocken kann als ODST, nur als Vorbesteller. Danach ist es nie freigegeben gewesen. Leider habe ich das Game 2 Tage danach gekauft, regulär, und hatte es leider nie vorbestellt. Ein kleines Pech an mich, aber jetzt nach ungefähr 11 Jahren habe ich ja wieder die Chance, Johnson zu zocken und freue mich tierisch drauf. Und
bis dahin muss ich noch ein bisschen was tun, weil das Beste kommt immer halt zum Schluss. Gehen wir aber jetzt hier in der dritten Phase, um in die nächste Phase zu kommen. Weil ich kann das hier nicht kaufen, wenn diese Chose nicht hier zu Ende gekauft ist. Das heißt also, ich muss nochmal 3 Points investieren. Dann machen wir das an der Stelle. Einmal wird was freigeschaltet. Oh, das finde ich schön, dann geht automatisch rüber. Zweite. Dritte. Oh, da ist noch 4. Ich habe mich wohl verzählt. Und 4. Boom. Reihe fertig, Reihe gekauft. Das Beste ist, sobald wir in einer neuen Reihe sind, können wir uns entscheiden, was wir als erstes kaufen möchten. Und da gehe ich erstmal immer Richtung Skins. Und ihr seht gerade, ich habe hier viel zu viele Skins. Das ist ja nice. Gut, gehen wir erstmal der Reihe. Das erste, was ich mache, ich gucke erstmal hier. Scheinbar gibt es hier Odyssey-Feuergefecht, Backhelm, sitzt der Helm, steigt die Party. Okay. Und einmal Visierfarbe Groovy, Teil eines funktionellen Visierverbesserungs. Das heißt also, wir dürfen nicht vergessen, wir haben kein Slot, was wir extra zu Halo 3 nehmen können. Weil Halo 3 und Halo 3 ODST ist fusioniert, ist zusammen, ist ja auch eigentlich ein Game im Prinzip. Und die Skins gehen für beides. Das heißt also, wenn wir jetzt Bug zum Beispiel hier einen Skin bekommen von... kriegen wir noch im gleichen Atemzug noch ein Visier für Halo 3. Das heißt also, ich kaufe es. 2 Points investieren. So, dann einmal hier zurück. Hier kriegen wir aber noch für noch ein kleines Emblemchen. So, hier 2 Points investiert. Das heißt aber, 4 sind immer weg abgefrühstückt. Dann habe ich noch hier 2 Visierfarben. Hier noch eine Visierfarbe. Und jetzt habe ich noch 4 im Pedo. Und wenn ich mich nicht verzähle, passt das für diesen Skin. Für diesen Skin. Für diesen Skin. Und für den letzten Skin. So. Das heißt also, in der Reihe habe ich jetzt die Skins voll. Jetzt, um in die nächste Reihe zu kommen, muss ich noch 2 Points verdienen und nochmal 2 Stück. Das heißt, ich muss noch insgesamt 4 Points noch klar machen, damit ich direkt Johnson kaufen kann. Und hoffentlich die ganze Reihe. Das wäre natürlich nice. Und dann muss ich mich immer noch um die anderen Reihen hier kümmern. Also ich habe hier zum Beispiel das noch nicht alles aufgekauft bzw. freigeschaltet. Das ist noch ein bisschen Menge Leute tun. Und vor allem dann auch Noble, was natürlich in der Hinsicht vielleicht noch ein bisschen geiler wäre, weil die ganzen Sachen, die wir hier freischalten bei der Noble-Aktion in Season 1, das heißt die meisten Sachen wie hier Schulter und hast du nicht gesehen, Brustrüstung, die kann man auch in der Kampagne verwenden. Das heißt also, ist egal wie du deinen Spartan fertig machst, du siehst ihn letzten Endes auch so in der Kampagne in der Cutscene. Das ist natürlich geil gemacht, schade, dass es nicht bei den anderen ist, aber gut. Zum Beispiel jetzt ODST, wenn du jetzt irgendwie deine Rookie da fertig machen würdest. Aber okay, Hauptsache wir haben es jetzt hier. Beschweren bringt jetzt nichts. Ich glaube, hier haben wir wieder zum Schluss, dass das hier die Feuergefechtsstimme ist und dann auch die Helme. Stimmt, da hast du auch einen Brandhelm. Das kannst du natürlich auch in der Kampagne verwenden. Das würde man auch sehen, das ist einfach so genial. Gut, an der Stelle mache ich jetzt Feierabend. Wer mich besuchen möchte, kann es gerne machen. Abo, Daumen wäre nice und natürlich auf Discord. Und an der Stelle würde ich mich jetzt verabschieden und demnächst kommen wir dann wieder ganz normal regulär zum Zocken. Also, ich bin weg, euer Alpha Chief, haut rein!